Log Nummer 157. Kress 80 sagt, er sei 41. Als er 60 wurde, sagte er, er fühle sich wie 40. Als er 72 wurde, sagte er immer noch, er fühle sich wie 40. An diesem Freitag wird er 80 und er sagt und er lacht am Telefon, er sitzt zu Hause in Straßburg, er fühle sich wie 41. 1941 ist sein Jahrgang. Gut, die Leute schauen etwas komisch, wenn ich sage, ich sei 41. Bei 45 würden sie es aber glauben. Gilbert Gress ist immer noch Fußballtrainer, seit vielen Jahren ein Trainer ohne Mannschaft, aber er würde sich auch noch als Trainer fühlen, sollte er einmal 100 werden. Denn Trainer könne man nicht einfach werden, sondern man sei dafür geboren. Er war 12, als er in Schlutfeld, ein Quartier in Straßburg-Neudorf, wo er immer noch wohnt, mit anderen Kindern auf Äckern spielte, die Mannschaften zusammenstellte, allen einen Zettel in die Hand gab, auf dem er aufgeschrieben hatte, wie sie spielen müssen und auf welcher Position und mit welcher Aufgabe. Gilbert Gress ist der, von dem ganz viele immer wieder ein Wort hören. Unmöglich! Und alle waren immer wieder unmöglich. Spieler, Schiedsrichter, Trainer, Funktionäre, vor allem Präsidenten. Der Modus, natürlich Journalisten, alles auf der Welt. Oder auch immer wieder, c'est nul. Manches und manche waren immer wieder schrecklich. Gilbert Gress ist der, der fluchtartig das Stadion Maladier in Neuenburg verlassen hatte. Es war ein Mittwoch Ende Mai 1988 gewesen, Xamax eben Meister geworden, zum zweiten Mal nacheinander. Uli, Uli, schrie das Publikum, wegen Stielike. Und Gilbert, Gilbert, wegen Facchinetti, dem Präsidenten, und Gress, dem Trainer. Doch der rannte weg, alleine hinaus in die dunkle Nacht, nach Hause in Saint-Blaise zu seiner Frau und Freunden, die dort warteten. Als Stielike den Meisterpokal überreicht bekommt, sitzt Gress vor dem TV-Bildschirm. Es war sein Protest. Mit einem Teil der Medien hat er wieder einmal Krach und der Modus, sein Dauerthema, die zu vielen Spiele, seien eine Katastrophe. Der Schweizer Fußball stehe Kopf, sagte er. Ganz Neuenburg lag sich in den Armen und er jammerte zu Hause. Gilbert Gress ist der, der zum dritten Mal als Trainer zu Racing Strasbourg zurückgekommen war. Es war an einem Freitag im Sommer 2009, längst nach Mitternacht. Er saß mit Freunden an einem Tisch im Restaurant Le Pont des Vosges, eine Mousse au Chocolat vor sich und plötzlich sagte er, wie komme ich da nur wieder raus? Und seine Frau Beatrice sagte neben ihm, Gilles, ich habe immer gesagt, du darfst das nie machen. 30 Jahre zuvor war er mit Straßburg zum ersten und bisher einzigen Mal in der Clubgeschichte französischer Meister geworden. Jetzt hatten sie ihn wieder in der Not gerufen. Der Engel von der Mainau, wie sie ihn schon früher als Spieler bejubelten, komme zurück, stand in Zeitungen. Gress und Straßburg ist eine ewige Liebesgeschichte, eine Amour-Fou. Er verlor aber das erste Spiel 1-6, an diesem Freitagabend das zweite 1-2 und jetzt jammerte er im Restaurant über alles, über einige Spieler und die Clubpolitik, den Mehrheitsaktionär und am meisten ärgerte ihn die Frage nach dem Alter, die er hören musste. Gress war damals 68. Hören Sie, hätte dann Picasso mit 60 aufhören sollen zu malen oder Aznavour zu singen? Die Chanson-Legende Charles Aznavour,
85 war er damals, sang am gleichen Abend in der Nähe von Straßburg. Er wurde bejubelt. Grez und Racing hatten sie im Stadion ausgepfiffen. Einige Tage später wurde er entlassen. Es war ein Missverständnis gewesen, ein gegenseitiges. Straßburg ging später pleite und wurde in die 5. Liga zwangsrelegiert. Wissen Sie, warum es dem Club schlecht geht? Weil ich nicht mehr dabei bin bei ihm, sagte er zu einer lokalen Zeitung. Gilbert Grez ist der mit dem Handy. Er war eben Nationalcoach geworden. Jemand rief an, sagte: Hallo Rolf. Er sei nicht der Rolf, antwortete Grez. Es riefen immer wieder Leute an, die mit Rolf sprechen wollten. Er kenne jetzt alle Freunde von Rolf, nur Freundinnen hätten nie angerufen. Der Schweizer Fußballverband hatte ihm das Handy seines Vorgängers Rolf Fringer gegeben. Und wenig später, nach seinem ersten Länderspiel gegen England in Bern, wollte er seine Frau anrufen und ihr sagen, wie es gelaufen sei. Er hielt das Gerät an seinem Ohr. Da sagte ihm sein Assistent, er hätte die TV-Fernbedienung in der Hand. Als er nachher seine Frau erreichte, klagte diese sogleich, sie könne die Fernbedienung in der Wohnung nicht finden. Dafür lag das Handy, das damals noch Natel hieß und Grez für eine unnötige Erfindung hielt, bei ihr auf dem Tisch. Ein Computer oder eine E-Mail-Adresse hat er bis heute nicht. Gilbert Grez ist der, der 40 Jahre lang, sagt er, nur zwei Mannschaften trainiert habe, Xamax und Strasbourg. Was nicht ganz stimmt, Brügge, Servette, der FCZ, Graz, Sion und Aarau waren es zwischendurch auch, allerdings immer nur für kurze Zeit. In Neuenburg war er 14 Jahre, im Elsass 7. Aber ich habe viel zu früh aufgehört, das sei ein Fehler. 68 war er damals bei Racing und er erzählt, wem er alles abgesagt habe. Bayern, Stuttgart, Dortmund, vielen. Gilbert Grez ist der, der an einem Abend in einem Hotel saß, 1983 war es, als sein Präsident Facchinetti auf einen Mann am Nebentisch zeigte. Der kommt zu uns. Grez schaute ungläubig. Dieser alte Mann? Und als der alte Mann aufstand und ziemlich hinkte, schüttelte Grez den Kopf. Unmöglich, der kann ja nicht mehr richtig laufen. Der alte Mann war Don Givens, 32-jährig damals, mit 56 Länderspielen für Irland. Beim Training, in dem Grez die Spieler immer lange, sehr lange um den Platz laufen ließ, brauchte er 20 Minuten mehr als die anderen. Aber Givens wurde fit, zum Liebling in Neuenburg und für Grez zu einem der wichtigsten Spieler. Als dessen Hüftarthrose später immer schlimmer wurde und er vor, während und nach einem Spiel gespritzt werden musste, bat Grez jeweils: Don, ich brauche Sie noch, bitte spielen Sie noch weiter mit uns, auch hinkend. Wille und Intelligenz, das müsse ein Spieler haben, sagt Grez. Kein anderer Spieler als Don Givens hatte dies mehr verkörpert. Gilbert Grez ist der, der für Frankreich in den Krieg musste. 20 Jahre war er. Zweimal wurde als Rekrut für 5 Monate nach Algerien einberufen. Er musste zusehen, wie 2 Kameraden starben. Gilbert Grez ist der, der auch heute noch kaum ein Fußballspiel im Fernsehen verpasst und diese Spiele immer mit den Augen des Trainers ansieht. Seine Frau, mit der er 58 Jahre verheiratet ist, ruft jeweils: Schill, reg dich nicht auf! Und er regt sich dann noch mehr auf über die Taktik, über Fehler,
dumme Fouls, über Pfiffe oder Nichtpfiffe der Schiedsrichter, den VAR, über alles. Und sagt, viele wollen aus dem Fußball eine Wissenschaft machen. Dabei ist er doch so einfach. Er hat eine Autobiografie herausgegeben. Der Titel heißt »Mein Leben für den Fußball«. Und in einigen Monaten erscheint nochmals ein Buch über ihn. Ein Professor aus Straßburg hat Texte geschrieben. Dazu soll es viele Bilder aus seinem Leben geben. Sie werden alle gemalt werden. Gilbert Gress ist der, der fragt, findet es diesmal wieder statt? Wir sprachen über das Zürcher Sechserläuten, zu dem er schon dreimal eingeladen war. Stolz sagt er, er habe mehr Blumen bekommen als Maurer. Uli, kennen Sie ihn? Und er würde sofort wiederkommen. Er sagte einmal in einem Tagi-Interview auf die Frage, ob er wisse, wie man dieser Figur sagt, die auf dem Scheiterhaufen verbrennt wird. Er ist, wie heißt er wieder? Ich habe es hier aufgeschrieben. Ja, das ist der Bück, oder? Gilbert Gress ist der, der eine andere wunderbare Geschichte mit ihm. In einer schwülen Sommernacht, Xamax hatte eben gegen Real Madrid gespielt und gewonnen. Morgens um 2 war es und Gress zusammen mit Freunden in seiner Wohnung. Er trug kurze Hosen. Der Heinz, er meinte Heinz Herrmann, das ist doch unmöglich. Vor einem Training, da bückt er sich. Hält fast minutenlang sein rechtes Bein, dann sein linkes, verrenkt die Arme hinter dem Kopf auf alle Seiten und macht diese unmöglichen Dehnungen einfach unmöglich. Und ich? Gress versuchte sich zu bücken, hält so gut es geht seine Arme und Hände vor seinen Körper, er kommt mit ihnen kaum auf Kniehöhe. Nie bin ich weiter runtergekommen, auch früher nicht. Und ich war doch auch Meister mit Marseille und Straßburg, habe 3 Länderspiele gemacht. Gilbert Gress ist der, der sagt, vielleicht sei es doch etwas zu spät, um nochmal seine Mannschaft zu trainieren. Aber wer weiß, wenn ein Anruf kommt. Er lacht dabei, seine Frau im Hintergrund auch. Sie weiß, er würde nicht Nein sagen. Er ist ja erst 41.